Okay, dann können wir das hier auch abbrechen. Heute geht's um Bachelorgate, weil das gab's noch nie. Pocher, Wendler, Laura, Amira Pocher. Beste Männer bei Temptation Island. Oh, beste Frauen auch bei Temptation Island. Sat.1 kommt mit Promis unter Palmen. Ich bin total gespannt, was die Tessa sprechen wird. Der, was ich die Rose gebe. Du bist eine unglaubliche Frau. Und ich gebe dir jetzt einfach alle Rosen, aber ich will dich nicht. Wow. Wir starten direkt. Es ist Finale. Das Werbegetränk ist Batita de Coco mit Maracuja-Saft. Basti de Coco. Basti de Coco. Oh. Mm. Ach. Mm. Herzlich willkommen zurück zur Trashkurs-Folge Nummer 9 mit Tessa. Und Lena. Der Wendler. Am Sonntag hat das Spiel stattgefunden, Pocher vs. Wendler. Jetzt ist Schluss. Wer ist der Stärkere? Spoiler, Pocher. Spoiler, einfach niemand. Laura van Tora hat es moderiert, Fußballmoderatorin. Ich fand sie schrecklich. Sie hat auch geschrien einfach. Also man hat gemerkt, dass sie eigentlich Sport moderiert. Aber halt richtigen Sport. Was ist ein falscher Sport, Mann? Wendler und Pocher. Ach so, ja. Bei mir hat es schon angefangen beim Intro, wo sie in Slow-Mo reingelaufen sind, so... Dann haben sie irgendwelche komischen Endposen gemacht, die ungefähr so waren. Aber danach stand Wendler halt wieder komplett unbeholfen so, da so. Der ist so ein Typ, der so da steht. So eine Daddy-Lederjacke wieder. Ich meine, er ist ja auch ein Daddy. Und dann immer nur so in die Kamera geguckt so. Oliver Pocher hat schon die ersten 5 Minuten besser moderiert als die Moderatorin selbst. Ich muss sagen, als der Pocher reinkam, tat mir Michael Wendler ein bisschen leid, weil er so unsicher war. Er stand so da, war mit seiner Jacke so, war so, scheiße. Publikum war eingeteilt, 100 Fans Wendler, 100 Fans Pocher. Ich habe mich schon ertappt gefühlt, als ich Icke Hüftgold im Wendler-Blog erkannt habe. Den habe ich nicht gesehen. Ja, aber ich dachte, warum kennst du ihn? Und du kennst sogar den Namen, Lena, jetzt ausschalten. Super geil fand ich dieses Bilderrätsel, Schimpfwörter, wo ein weichgekochtes Ei war. Und das Schimpfwort war logischerweise Weichei. Der Wendler ist so, ich sag's jetzt einfach, auch wenn es wahrscheinlich falsch ist. Eierloch. Du Eierloch. Ich denke mir so, das werde ich in meinen Sprachgebrauch mit einführen. Der Clou trotzdem generell des ganzen Abends war eigentlich Wendlers T-Shirt. Oh. Egal. Ich bin hier das Original. Und es wäre halt so gut gewesen, wenn man wüsste, das ist der Wendler, das ist halt der Joke und er macht einen Spaß. Nee, jeder weiß, es ist ihm halt ein Fehler passiert und es ist ihm unfassbar. Und er konnte das auch nicht überspielen. Er war so, und Oliver Pocher. Also das I fehlt nochmal für genau, die das Zuschauer. Erste. Und Oliver Pocher war so, schreibt man das so? Ich glaube. Und er war so. Das schreibt man so. Das soll so sein. Die Frau, die allen die Show gestohlen hat, war Amira Pocher. Auf jeden Fall. Coolste Frau. Richtig cool. Auch wie sie selbst einen Pocher gekontert hat. Richtig witzig. So, ja, jetzt geht er einfach ab und hol einen Punkt. So. Mach das jetzt mal. Voll. Wie dumm du bist. Als es um Memory ging, wo ich mich gefragt habe, musste er dem Wendler wirklich erklären, wie Memory funktioniert. Und dann gab es Kissenschlacht und dann war die Laura von, wie heißt die, von Tora, die war so... Olli, schon mal so aus der Puste gewesen im Bett? Und Amira, nein. Also, was ist denn das? Ist das dein Humor? Das ist ja ekelhaft. Dass Pocher gewinnt, war klar. Laura, also du hast ihr angesehen im Gesicht, fuck. Sie war einfach die ganze mit Zeit mit wem bin ich zusammen? Quatsch, die war Schatzi, ich liebe dich, Baby, raus. Du machst das richtig klasse. Die beiden Frauen haben sich schon definiert mit der ersten Frage von Laura van Tora. Gut seht ihr aus? Wer hat eure Outfits rausgesucht? Amira antwortet, ja, sag mal, bin ich 12 oder ist Olli mein Daddy? Natürlich haben wir das selber rausgesucht. Was antwortet Laura? Naja, also, wir haben das schon zusammen ausgesucht, Micha und ich. Was stört mich daran, wenn Laura spricht? Die macht einfach die ganze Zeit den Mund so, als wenn sie gescreenshottet werden würde. Machst so, wenn du mal man nach? Also die Hosen und das Sportset von Ocean's Part, das liegt total gut auf der Haut und beeinträchtigt einen auch einfach nicht. Was wir noch wissen ist, es stand schon eher fest. Ich bin auch der Überzeugung, dass Pocher eher davon wusste. Ja. Wendler hat wirklich erst Samstag zugesagt und dann hatten sie das Go für die Show. Wir sind aber noch nicht fertig, leider Gottes. Wow, wir haben ja noch... Ich. Das ist ja blöd. Ja, das ist ja unangenehm jetzt.
Wendler, Laura, total verliebt in Amerika. Oh, Baby, Amerika, so gut. Sie haben jetzt angefangen, alles rauszureißen. Das Haus wurde abgespritzt. Laura hat sich wieder sehr viel mit Ruhm bekleckert. Sie konnte als erstes nicht da langlaufen, wo die Ameisen waren. Schatz, nee, da will ich jetzt nicht lang. Schatz, nee. Dann hat er eine Tiefkühlpizza aufgewärmt. Und war ja ganz, ganz wichtig zu sagen, also normalerweise essen wir das nicht. Und er, Wendler, im Hintergrund war so, schmeckt schon geil. Und dann war sie so, nein, gucke da. Da ist Gemüse. Obst. Obst meine ich. Und er war so, da ist vergammelt da. Und sie so, ich esse Obst. Naja, jedenfalls machen wir jetzt die Pizza. Adi macht die Pizza. Adi musste alles machen, aber Adi hat auch gleich gesagt, wir nehmen uns schon den Luxus und gehen eigentlich immer essen. Weil es einfach Zeit und Arbeit spart. Ja. Und ich mir denke, das spart doch keine Zeit. Jedenfalls kam dann Lauras Papa mit ihrer Stiefmama nach Florida, um das Haus mit zu renovieren. Die beiden wussten noch nichts davon. Es ging los, also Wendler, alles, was er machen wollte, waren einfach wieder diese Pflanzen. Also die Pflanzen, in der Banane und das und das und das. Laura war aber auch ein bisschen gestresst am Morgen. Ich habe gerade ein Posting abgesetzt. Ach Gott. Und ich bin echt gestresst so. So, und der Wendler möchte jetzt auch wieder mehr zum Sport gehen. Da kann er nämlich noch mal duschen am Tag. Ja. Der duscht 2 bis 3 Mal am Tag und Laura ist ein sehr gepflegter Mann. Ich so, Laura, das ist nicht gepflegt, das ist krank. Ansonsten muss man sagen, Chapeau an RTL und den Sprecher dieser Sendung, der durchgängig auch die beiden null ernst nimmt. Null, er macht nur machen. Witze. Und die Kameraeinstellung ist durchgängig auf dem halb rausblitzenden Arsch von Laura. Wendler. Oh Gott, stell dir das mal vor. Guck da rein. Mehr kann man dazu nicht sagen. Breaking. Breaking Trash. Tessa, was haben wir Breaking Trash? Ein ganz großes Problem mit Flair. Flair hatte nämlich ein Beef irgendwie mit einem Comedian und so einer Feministin. Und dann kam RTL um die Ecke und wollte ein Interview mit ihm, einfach ganz spontan. Da hat er die Kamera auf den Boden geworfen, sie ist kaputt gegangen und hat dem Typen auch ins Gesicht geschlagen. Platzwunde, Krankenhaus. Sat.1 bringt am 25. März jeden Mittwoch das neue Trash-Format. Oh. Promis unter Palmen. Leute, und das ist ein Cast. Claudia Obert, No Campari, No Party, Desiree Nick, Bastian Jotta, Tobias Wegener und Janine Pink, die waren together. Ach mein Gott, Promi Big Brother. Mach keinen Mist. Sie sind, glaube ich, 10 Teilnehmer und es geht um 100.000 Euro. Okay, Temptation Island, erster Einspieler von Hannah war, also im Moment vertraue ich Till sehr, sehr doll, dass er mich nicht nochmal betrügt. Sie sind knapp ein Jahr zusammen. Er hat sie an Silvester betrogen und mein Favorite, sie hat auch an Silvester Geburtstag. Okay. Und das schließt sich am Ende der Kreis. Achtung, Achtung. Ich hab's nicht gesagt. Was denn? Hast du es geguckt überhaupt? Ja. Wie fandest du es denn? Super. Come on. Ich fand super, weiter geht's. Was habe ich hier noch so draufstehen? Die Whirlpool-Szene. Was war denn das? Sie haben sich alle begrapscht, sie haben mit ihren Füßen an den Titten rum und dann hat die eine einfach an 3 verschiedenen Zehen genuckelt. Okay, Schluss. Ich muss noch kurz was dazu sagen. Hm? Der Kreis schließt sich nämlich, weil er am Anfang meinte, ich vertraue ihm sehr gut und am Ende liegt Till nämlich mit der Fußzehennucklerin im Bett. Huch! Ein weiteres Breaking-Trash-Thema. Joko und Klaas. Man guckt die Shows, Late Night Berlin, Duell um die Welt und denkt sich sowieso ja schon öfters, wie kann diesen beiden Menschen oder Klaas das immer wieder passieren, in solche Situationen zu kommen? Ich sag euch mal so, meine lieben Freunde, ein Scheißtrick passiert hier einfach spontan. Kannst du dich an die Folge Late Night Berlin erinnern, als Klaas meinte, ich helfe hier mal dem kleinen Jungen, bei seinem Tinder-Date besser anzukommen? Ich kann mich daran erinnern. Ja. Das Mädel war eine Schauspielerin und die Szenen wurden mehrfach gedreht. Duell um die Welt mit Edin Hasanovic. Luftballon, Heißluftballon. Ja. Selber gestartet, gefahren, gelandet. Verarsche, saß ein Pilot mit drin. Sophia Tomala, gut, okay, das konnte man sich denken, dass diese Fahrt von Nizza nach Budapest niemals stattgefunden hat. Es waren 2 unterschiedliche Drehtage, die Wochen auseinander lagen. Alles, was bisher von Florida TV bzw. Klaas und Joko dazu kommt, ist, der komödiantische Aspekt hätte deutlicher gemacht werden müssen. Klar dachte man sich, wie gesagt, bei vielen Sachen ist es wirklich so, kann es wirklich so passiert sein, aber dass es bei so vielen Sachen ist. Das ist schon eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Schon fast an Verarsche. Gut. Verhext.
Und damit schließen wir das Thema. Eigentlich darfst du nichts mehr sagen. Schnauze. Gut, kommen wir wirklich zu dem Thema. Bachelor-Finale. Ein Finale, was es so noch nie gegeben hat. Ich meine, abgesehen davon, dass es so ein Bachelor auch bisher noch nie gegeben hat, ist das Finale wirklich die Krönung. Die Mutter fand ich ja eigentlich gar nicht schlecht. Sie hat ihm gesagt, du suchst jemanden, der perfekt ist, wo perfekt auf dich abgestimmt ist. Das wird es nicht geben. Du bist auch nicht perfekt. Und er war so, suche ich überhaupt nicht. Conny ist auf jeden Fall richtig in die Bresche gesprungen für Diana. Mehr als für Violetta. Also sie fand Violetta auch nett, ja. Aber gefunkt hat es mit Diana. Genau, und Diana, die gibt ihm nämlich auch mal Konter und so. Und das braucht der Basti, glaube ich, ja, auch ein bisschen. Braucht er. Ein super Zitat von ihm fand ich, 2 Monate hier sind wie 10 Jahre Psychologe. Da hätte ich in den Fernseher reinschlagen können und hätte ihm die polieren können. Wirklich, sowas Dämliches. Also, nee. Hat sich wirklich, in dem Finale hat sich alles... Ich kann nicht mehr. Also, das ist noch nicht mal mehr Dialekt, wenn man sagt... Ja, ich bin mal gespannt, was meine Mama sprechen wird und bin mal gespannt, wie sie reagiert, der, was ich die Rose gebe. Der, was ich die Rose gebe, Sebastian, nein, nein, nein. Nein. Er hat beide Mädels gefragt, ob sie verliebt sind durch die Blume. Bist du verliebt? Violetta kam nicht so richtig aus ihrer Haut. Sie wollte es nicht zugeben, obwohl Violetta ja in diesen Off-Szenen schon seit 3 Folgen behauptet, ja, also eigentlich ist er wie mein Freund. Also ich fühle mich wie in einer Beziehung. So läuft eine Beziehung bei dir ab. Oh nein. Wow. Was ist denn jetzt hier los? Ja, wow. Jedenfalls. Also wir können ja jetzt beide trinken, wirklich. Also ich will ja nichts sagen, aber das ist du. Kommen wir zur Entscheidung. Oh, Basti war ganz durcheinander. Also Vio kam als erstes und er meinte, er findet irgendwie, sie kann sich nicht öffnen ihm gegenüber, wo ich mir dachte, die hat doch die ganze Zeit, hat sich doch mega geöffnet. Ja, was, er wollte halt einfach nie sagen, du, sorry, uns sind die Gesprächsthemen ausgegangen und du grinst einfach immer nur noch dämlich. Sie hat die Rose nicht bekommen. Er hat sie noch zum Auto gebracht und dann hat sie sich noch ein bisschen gerechtfertigt. Sie hat sich gerechtfertigt, so als ob sie wirklich dachte, okay, wow. Das sind jetzt vielleicht noch 50 Meter bis zum Auto. Ich gebe jetzt nochmal alles. Ich überzeuge ihn. Sprint. Im echten Leben kann ich mich auf jeden Fall öffnen. Also es ist wirklich so, ich kann mich wirklich öffnen. Du und man saß mich, als Zuschauer da und dachte, halt einfach sofort deinen Mund. Du geh, setz dich ins Auto und hau ab. Verschwinde. Hat sie auch gemacht. Ich war trotzdem sehr überrascht über ihre Reaktion. Ich dachte, du fähnst. Und wenn du die fähnst, ja, läuft dir irgendwas auch, falsch. Das fand ich da auch sehr sie ja krass. Gemeint hatte, sie fühlt sich schon seit 3 Wochen oder seit 3 Folgen, als wäre es ihr Freund. Und dann hat praktisch ja ihr Freund mit ihr Schluss gemacht. Und sie fähnst einfach, nee. Auftritt Diana. Ich fand Diana sehr krass, super souverän, dafür, dass sie irgendwie erst 22 ist. Ja. Und man ja schon gemerkt hat, dass sie wirklich da... Interesse hat und ihr das auch irgendwie nahe geht. Sie hat nicht geheult, sie war nicht böse zu ihm. Nö, aber klar und deutlich. Das können wir jetzt auch lassen. Händchen gehalten, das können wir dann auch lassen. Ich bringe dich noch zum Auto. Nee, muss das sein? Ja. Nee. Dann ist er mit ihr so gegangen. Du hast früher meine Oma mit mir gegangen, als ich 2 war. Was ist denn das schon so groß? Die hat gedacht, dass mir das leichter fällt. Ich so, Oma, wieso so leichter fällt, wenn ich so gehe? Alles egal. Es ist absolut egal. Wenn er nun mal keine wollte, ist so, es spricht für die komplette Staffel, es spricht für ihn. Ich bin froh über Dianas Abgang. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist... Warum wurden beide Mädels nicht aufgeklärt? Weil Diana stand noch so da und meinte, ja, es war halt so klar, dass Vio die Rose kriegt. Und man denkt sich so, nee, Diana, keine. So. Ist noch was anderes offen bei dir? Ich meine, thematisch. Du gehst ganz schön in mich rein. Checkt bitte ab 25. März Promis unter Palmen aus. Ich bin auch sehr gespannt. Guckt bitte Temptation Island. Guck also das. Ist ja anscheinend, also das ist ja schafft. Wahrscheinlich unterste Schublade. Wenn ihr es schafft, es durchzuhalten, aber das ist ja krass. Genau unser Ding. Und damit, tschaußen, bis nächste Woche. Hey, schönes Wochenende, ne? So. Ich habe das, hast du schon mal getrunken? Noch nie. Ich habe das mal getrunken, noch war ich... Noch nie. Ah, nee, das kann ich nicht sagen. Ich habe das noch nie getrunken. Was war's denn? Ich war minderjährig. Und wurde von der Polizei angehalten, habe ich geheult. So geil.